sage ich: Tag, Leute, willkommen zu Game Inc. Spielt mehr oder weniger. Das ist nicht der offizielle Titel. Aber Ich hoffe's. wir sind heute mit dabei, Age of Empires zu spielen. Heute spielen Julian gegen Martin. Und ich werde als allsehendes Auge mir beide Sachen angucken. Wir gucken zurzeit dem Julian zu, mit seinem Irgendwas ist Namen schief Arthur gegangen. Ficus. Er ist der Grüne. Und wir können auch mal zu Martin wechseln. Der ist rot. Welche Karte spielen wir denn, Leute? Sagt doch mal. Spielen Oase. Aber Oase, also für eine Oase ist mir das ein bisschen. Wie nenne ich das? Kalt. Ja. Und außerdem ist irgendwas schief gegangen. Denn wir haben wahnsinnig viel Startressourcen. Mir gar nicht aufgefallen. Tatsächlich. Tja. So. Jetzt werde ich mich mal ein bisschen mit dem Ding hier zurechtfinden. Und da sehen wir den Anfang. Da sind schon ein paar Schafe. In diesem wunderschönen Aufbaustrategiespiel werden sich diese beiden messen, gucken, welcher besser ist. Und okay, ich muss dann immer hin und her wechseln. Ich mache jetzt hier den Beobachter, gegebenenfalls Nebel. Den machen wir mal aus. Da können wir uns die Karte mal ein bisschen ansehen. Hier in der Mitte ist großes Nichts, umschlungen von recht viel Wald. Beide werden jetzt wahrscheinlich erstmal anfangen zu scouten. Hier sehen wir auch schon die ersten Reliquien, die zu sammeln sind, die einen ganz guten Goldboost geben werden. So, gucken wir uns nochmal bei Martin um. Bei dem sieht es ja schon gar nicht so schlecht aus. Ist es aber auch natürlich noch ganz am Anfang. Da sehen wir den Spionier. Und es wird spannend sein, ob Martin wieder Probleme bekommen wird mit Wölfen, ob er wieder sein Mindgame auspackt. Wir sind gespannt. Okay, wir werden. Da bin ich mal gespannt, was Julian da vorhat. Ich kann es mir zwar schon denken, aber ich werde stillschweigen, weil die beiden mich ja natürlich auch hören. Und ich sehe hier schon Mirror Game. Ja. Ja. Nee. Doch. Ich bin doch Sarazene. Das sagst du. Okay. So, wie man hier unten sieht, Martin hat ein bisschen bessere Karten. Wobei ich sagen muss, bei dem stehen die Leute auch nur rum. Da weiß ich noch nicht so recht, wo da der größere Plan ist. Aber okay. Man darf gespannt sein. Ah, hier sieht man gerade den Wechsel in die Feudalzeit. Da sind beide angekommen. Und hübsche Häuser. Hübsch ist es. Oh, aber was ist das hier? Ist das nur Gescoute oder steckt da schon was Größeres dahinter? Tja, Martin, du müsstest ein bisschen auf deine Saat gucken, ne? Oh. Oh, da packt das Mindgame aber richtig aus. Martin, wie sieht deine Strategie aus? Weiß ich noch nicht. Ich verstehe. Du bist also eher so der reaktive Typ. Muss erstmal einen Gegner finden. Ja, wie? Na, jetzt habe ich ihn natürlich. Das würde ich aber auch sagen. So viele Leute gibt es hier nicht. Alles, was nicht du bist, ist der andere. Diese Partie wird übrigens gesponsert von Mars Choc. In der Limited Edition. Für die Leute, für die Mars nicht süß genug ist, haben sie sich gedacht, ersetzen wir Karamell einfach durch Schokolade.
Das heißt, wir haben einen Schokoriegel mit Schoko, wo Schoko drin ist. Also ein reiner Nougat-Riegel ist gesünder. So, und da sehen wir schon, der erste Kampf, aber gut abgewehrt, gut abgewehrt. Gucken wir uns doch mal das Sichtbereich von beiden an. Beide haben schon den Gegner einmal umlaufen. Tja, das unterscheidet sich nicht groß. So, jetzt gucken wir uns mal das Supply an. Oh. Da muss aber einer von denen noch mal ran. Sag ich mal. Ich muss auch sagen, das Micro lässt bei Martin gerade ein bisschen zu wünschen übrig. Der muss vor allem gucken, damit er seine Häuserobergrenze nicht zu sehr ausreizt. Ich weiß nicht, ob das ein Rush-Versuch ist oder was hat er sich denn dabei gedacht? Ah, da sehe ich schon klassisch Julian. Da macht er zu. Bei dem. Bei dem ist kein Durchkommen. Eine Kirche wäre nicht schlecht, Leute. Baut doch mal eine Kirche. Wir können auch mal gucken. Und bei dir steht wieder einer nur rum. Julian. Also das ja. Mit den Acker ja. Ist ja nicht so, ne? Ja, doch. Ah, da sieht man, ein Marktplatz. Ist Handel eine Option? Und da ist das, was ich befürchtet hatte. Martin hat seine Häuserobergrenze erreicht. Damit hätte man rechnen müssen. Na dann muss Julian aber gucken, dass der Stein nicht zu knapp kommt. Aber da sehe ich jede Menge. Da ist noch nach oben alles offen. Ich bin gespannt, wenn die ersten Armeen aufeinandertreffen, was dabei rumkommt. Oh, und da ist der Wolfangriff. Das heißt 25 KP gegen 25 KP. Der Bewohner hat 3 Angriffsstärke, der Wolf hat 0 Fleisch. Tja, 0 Fleisch besiegt 3 Angriffsstärke. Das hätte keiner voraussehen können. Ruhe in Frieden. Und die Sarazen so. Greifen eine Mauer an. Ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Idee ist. Oh, da hat er die Mauer kaputt gemacht. Und jetzt rennt er weg. Nun gut. Das hat sich ja gelohnt. Der Schwertkämpfer. Überzeugt mit einer 6 in der Angriffsstärke, 45 Lebenspunkte hat er. Da ist noch nicht viel zu holen. So, dann gucken wir doch mal, was der Martin so macht. Der hat immerhin ein paar Häuser gebaut, da hat er gelernt. Martin spielt Double Gate. Nur die Japaner, die haben ja so ein paar Issues, wie der Franzose sagen würde. Aber die kann uns am besten eigentlich Martin erläutern. Martin, wie geht es dir denn? Ganz gut, meint er. Meint er? Er möchte gerne etwas einfärben. Vielleicht gefällt ihm Rot nicht.
Aber er guckt wieder nicht, ob die Leute alle beschäftigt sind, dass er seine Ressourcen an Menschen optimal ausreizt. Er kämpft lieber gegen Wölfe, seinen natürlichen Erzfeind, muss man sagen, die ihm schon häufiger das Rückgrat rausgerissen haben. Ein bisschen martialisch, findest du nicht? Ja. Aber das, auch das ist das Leben. Da sehe ich schon die Sarazenen. Die machen eher so den Chinesen unermüdlich. Aber dieses Loch will gestopft werden, sage ich mal. Das ist mein Tor. Die Economy ist da, aber ob das auf lange Sicht was nützt, ob man da nicht zu kurz denkt, ob man sich da nicht ein bisschen die Möglichkeiten von diesem Goldreservoir zumacht. Ich bin gespannt, ob jemand diesen freien Platz in der Mitte ausnutzen wird. Sich mit Manneskraft durch den Wald schlägt, um einen direkteren Weg zum Feind zu bekommen. Mhm. Man weiß es nicht. Aber ihr werdet es hier als erstes sehen. Aha, da sehe ich auch hier. Auch die Japaner sind gut dabei. Und so wie ich das sehe, kann es gleich heiß hergehen. Schön zu sehen sind auch die Fußspuren im Schnee. Leider muss man sagen, man kann der Karte nicht ganz trauen. Dieser See ist zugefroren wie Sau. Und auch das vermeintlich grüne Gras auf der Karte ist glatt gelogen. Jetzt gucken wir uns mal, wie sehen die Supplies von beiden aus. Ah. Da sind die Obergrenzen wieder fast ausgeschöpft. Da muss Martin wieder nachziehen. Weil sonst sehe ich da kein Ufer. Hier, so sieht es aus. Guckt euch das an. Das ist ja... Da ist Schokolade drumherum, dann so eine Schoko-Karamell-Creme und dann noch dieses Mousse. Abartig. Also wem da die Zähne nicht wehtun... Der hat wahrscheinlich keine mehr. Wurde in 13 Staaten und 12 Ländern verboten. Aha, da sehe ich einen Knick in der Mauer. Gewollt. Ja. Gucken wir uns den Arthur Ficus. Manche nennen ihn auch Arti den Großen. Nicht zu verwechseln mit der Zimmerpflanze. Ich sehe schon, beide sichern sich da ab. Die wollen gucken, wo sie bleiben. Und ich sehe, beide gehen nicht weiter in der Zeit. Was ist da los? Eine Stellungnahme, bitte. So. Ich sehe schon, da fehlt es an Nahrung. Sonst... Ah, ja. Oder sag's halt einfach. Ja, bei Martin sieht's auch nicht besser aus mit Nahrung. Da sind beide noch gut dabei. Und sie sperren sich den ganzen Goldreserven und ein paar Schafen einfach aus. Vielleicht haben sie Angst vor Wölfen, die ja beiden Seiten schon kräftig in den Arsch getreten haben. Aber da sieht man eine gerade Mauer. So hat man das gerne. Aber bei Martin weiß ich nicht, ob der diesen Mauerplan schon verinnerlicht hat. Nein. Da sehe ich eine Mauer, die andere Seite ist offen. Das bringt nicht viel, sage ich mal. Beide haben hier die gleichen Chancen.
Aha, da kommt ein Tor. Da steht der Martin davor. Und wer diesen Reim nicht gut findet, ist ein schlechter Mensch. Aber ich sehe schon hier zwei komplett unterschiedliche Spiele. Verteidigung gegen Angriff, Offensiv gegen Defensiv, Hund gegen Katze, Nacht gegen Tag, Sonne gegen Mond, Wurst gegen Käse. Ich glaube, beide wollen das Spiel schnell beenden. Gucken wir mal auf den Punktestand. Sieht schlecht aus. Gehen wir mal in die Sicht hinein. Aha, da sieht er schon. Aber da ist gerade rechtzeitig die Burg fertig geworden. Und die wird jetzt mal mit ihren unsichtbaren Bogenschützen richtig auf die Fresse geben. Tja, wie die Mongolen gegen China, gegen die Mauer. Ob das Julian so gut finden tut, er guckt sich die Sache zwar noch ein bisschen an, aber wie reagiert er, ist die Frage. Ich kann es mir schon denken. Tja, das ist die Flucht nach vorne, sage ich mal. So, dieser Abend auf Age of Empires wird Ihnen gesponsert von Riegler Bier. Ein gutes Landbier macht auch Ihren Hamster fit. Kommt aus Donaueschingen. Das glaube ich doch nicht. Ein schönes Städtchen. War ich schon mal gewesen. Das Bier ist herb wie die Menschen dort. Dort tragen selbst Frauen Bärte. Auch wenn nur angeklebt, manchmal. So, da sehen wir uns doch mal. Das Supply Arm, das ist wieder hart an der Grenze, Martin. Ja. Tja, da will man helfen, aber da kommt alle Hilfe zu spät oder wird einfach ignoriert. Da macht es der Julian schon besser. Der guckt immer, dass da eine Obergrenze frei ist. Was kommt jetzt? Okay. Gucken wir mal auf die Mine. Aber man sieht hier schon in der Bauanordnung luftig gegen kondensiert. Mittlerweile hat Martin auch gerafft, dass man in der Mühle Sachen hier vorproduzieren kann. Hat sogar mehrere davon, nutzt diese aber auch noch nicht optimal aus. Aber ich sehe schon, eins war ihm nicht genug. Martin, was hat es mit Schmieden auf sich? Was glaubst du? Das weiß ich nicht. Deswegen frage ich. Entweder hatte er vor, deutlich schneller seinen Tech aufzuwerten, seine Einheiten zu verbessern und eher auf Klasse statt Masse zu setzen. Und hier kommt auch die zweite Mauer. Schauen wir mal hier. Da sind die wichtigen Gebäude hinten dran. Zwei Burgen sehe ich da direkt an der Mauer. Da ist die Verteidigung ganz gut. Aha, was kommt hier? Da ist ein Loch. Gewollt oder nicht? Tja, da stehen wieder Leute nur rum.
Also auf das Micromanagement, da müssen sie nochmal ran. Die hacken sich zwar einen ab, aber ob das halt langt auf lange Sicht, weiß ich nicht, ob das langen tut. Ich bin sehr gespannt, auf welche Einheiten sie später gehen werden. Ob es ein buntes Tutti Frutti sein wird an Einheiten von Bogenschützen bis zu Ritterreitern. Oder ob man sich auf den Tribok Rush konzentrieren wird, man sich einbunkert oder sagt, nee, gehe ich hin, da gehe ich an den Mann ran. Dann mache ich's Pressing. Ist definitiv nicht das Schlechteste sein muss. Ah, okay, hier wird expandiert. Das wird echt Zeit. Weil Zeit, das, meine lieben Freunde, haben wir bei Liebe nicht. So ein Spiel kann schon mal seine Minuten gehen. Vor allem, wenn man so Schnarchnasen hat wie die beiden. Also Entschuldigung. Ja. Dem ganzen Micromanagement von Martin zum Trotz. Er denkt da größer, vielleicht also weitsichtiger. Der breitet sich da aus wie ein 200-Kilo-Mann auf der Couch. Nicht, dass da plötzlich die Luft eng wird. Ich sehe immer noch keine Einheiten speziell gegen Gebäude, was bei dem ganzen Gemauer nicht schlecht sein dürfte. Die Frage ist, wer wird als erstes auf den Trichter kommen und da mal nachdenken? Wichtig ist auch hier zu sehen, die holzen zwar, wie sie noch nie geholzt haben, aber man muss aufpassen, nicht, dass die Mauer hier obsolet wird, weil eine geleckte Stelle kann da schon das Ende bedeuten. Oh, hier eine sehr interessante Burg-Mauer-Kombination. Hier sieht man auch Burg-Mauer-Kombination. Nicht ganz so ausgefallen, habe ich jetzt zwar schon öfters gesehen, muss aber nicht das Schlechteste sein. Was sehen wir hier? Ich sehe schon, das wird ein haarscharfer Mauerbau. Und ich kann mir vorstellen, wer hier nicht auf Reichweite setzt, hat das schon verloren. Oder es gibt eben kein Durchkommen für normale Infanterieeinheiten. Es wird Holz gehackt. Gucken wir uns doch mal hier den Supply an. Sieht eigentlich bei beiden mäßig aus. Da wird am anderen Ende gelacht. Ist anscheinend das Einheitenlimit auf 150 festgesetzt. Was natürlich... 500, dachte ich. Ja, aber hast du es eingestellt? Dachte ich, ja. Tja. Ah, jetzt kommt's. Da sehe ich schon eine Wende in diesem Spiel. Und ich habe definitiv einen Favoriten. Jemanden, der schon in geraumer Vorzeit einen langen Atem bewiesen hat, wenn es darum ging, Schafe zu züchten. Denn die Watte fällt nicht weit vom Busch. So, gucken wir uns doch mal hier an. Das sind doch gut 12 Einheiten. Die Frage ist, ob sie da nicht verkehrt stehen. Oh, da sehe ich doch Double Gate. Und ein einsamer Bauer verläuft sich da. Die Frage ist, was hat dieser vor? Verfolgt er einen Plan? Nein, er hackt Holz. Er hackt einfach Holz und Julian ist in der Imperialzeit vorangeschritten. Nun hat er keinerlei Möglichkeiten, noch weiter aufzuleveln. Was er jetzt bauen kann, ist das Maximum.
Jetzt muss er alles aus seinen Ressourcen rausholen. Und ich bin gespannt, wie auch hoffentlich ihr, was das sein wird. Gucken wir uns doch mal hier um. Oh, was ganz Besonderes. Da bin ich mal gespannt, ob da nicht zu viel gebaut wird. Ob das wirklich Sinn macht. Beide bereiten sich mehr oder weniger auf den Erstschlag vor. Aber die Spuren im Schnee erzählen vieles. Ob sie die Wahrheit sprechen, weiß man nicht. So, da sehe ich doch aber schon die ersten nützlichen Einheiten in diesem Spiel. Oh, da wird auch hier eine Art Double Gate gespielt. Nur das Micromanagement ist mal wieder im Arsch. Also, ich weiß nicht, was sie sich da denken. Martin, deine Steinhauer. Die Steinhauen nix. Natürlich hauen die Steine. Kennt jemand den Ping-Befehl? Kann ich das vielleicht auch machen? Alt F, Alternativ F. Alt F. Ah, wir können hier etwas Diplomatie begucken. Oh, da ist es kaputt. Und jetzt bewegen sie sich ein bisschen. Naja. Gucken wir doch mal Madin an, was der so kann. Der hat es endlich gerafft, wie das mit dem Häuserbauen funktioniert. Der schleift nicht mehr so ganz hart on edge. Und die Frage ist, wer greift an welcher Front an? Es ist definitiv ein klassischer Zwei-Fronten-Krieg. Überall sehe ich nur Gemäuer. Und wie man sicher weiß, das wird teuer. Weil bei Rauch und Feuer, ne, kommt gar keine Umzugssteuer. Was mich ein bisschen wundert ist, dass beide es nicht für nötig erachten, irgendwelche Türme zu bauen. Abwehrtürme für den Arsch, scheinbar. Da weiß ich nicht, ob beide da den Kürzeren ziehen werden und sich gegenseitig auf die Füße treten. Aber man hört hier auch ständig, wie die Einheiten aus der Burg geflossen kommen. Da weiß man gar nicht so recht, was man tun soll. Interessant, interessant. Man kann scheinbar auch Gebäude einreißen. Ob das so sinnig ist, weiß ich nicht. Aber ich sehe schon hier. Oh. Also auf Reiter hat hier wohl keiner Bock. Aber ich sehe hier schon ein Triple Wall in Building. Das Einfachste wird hier wahrscheinlich sein, bevor man diese Mauern kaputt macht, einfach ein bisschen was abzuholzen, was natürlich immer die Gefahr ist, dass man an den Seiten der Mauern was wegholzen kann. Aber Martin ist da vorbereitet. Der will da, dass da kein Durchkommen ist. Diese Burgen werden auch meist gerne gebaut, nur um eine massive Verteidigung zu bieten. Und ist vielleicht nicht das Schlechteste. Die Frage ist, wie weit sind die Tech-Stufen von beiden in der sogenannten Universität? Oh, Martin, mit großer Verzögerung auch endlich mal die nächste Zeit geschritten. Da sehe ich doch auch schon eine zweite Kaserne. Ne, ein Dorfzentrum ist das. Das ist natürlich super, weil man kann doppelt so viele Bürger bauen wie mit nur einem.